Ich habe jetzt zwar nicht eingegeben, dass es eine kurvenreiche Route ist, aber wir fahren jetzt über Zager und er sagt jetzt 2 Stunden und 88 Kilometer. Die 88 Kilometer beziehen sich schon aber auf den Endpunkt um auf dem Castello di Luz, weil ich habe nicht die auf der Karte den Punkt, wo er noch, wo es noch fahren kannst, soweit habe ich nicht eingegeben. Also das war kurz dahinter, wie ich da das letzte Mal umdrehen müssen, also kurz vor dem See oder wo es da oben ist. Dann waren wir schon. Auf der anderen Seite wird aber da mit der Zeit. Gut, wir fahren jetzt da wieder, weil es draußen ist schon klar. Aber das, was du draußen fährst, das brauchst du da auch wieder, weil das kann ich nicht berechnen, weil du fährst ja gerade 20, 30 oder was. Da braucht man irgendwas so eine Fahrradroute mit dem eigenen Kinder für bestimmt Zickel, dann darf das richtig berechnen. Thank you.
Hast du ihn gemeint? Hab Aufbau. Oh. Leck mich am Arsch. Also das ist definitiv eine von den Straßen, wo das Motorradfahrer sein muss. Ja, die haben wir da hinten festgemacht. Falls es wirklich rausfallen darf. Aber weißt du, was ich einpacken kann? Ah, Scheiße. Wo ist denn das Hirn? Mach gut aus.